YouTube-Menschen da draußen, wir sind heute unterwegs in einem neuen Simulator. Wir werden heute gemeinsam eine Arena simulieren, ein Tempel des Sports. Und wenn ihr live mit dabei sein wollt, in der Videobeschreibung findet ihr den Link für meinen Twitch-Livestream. Denn jetzt gerade in diesem Moment, wenn diese Aufnahme entsteht, sind wir live auf Twitch. Kommt vorbei, es ist ein chilliges Game, es ist ein chilliger Nachmittag, alle sind gut drauf, hier tummeln sich die besten Menschen auf Twitch. Es lohnt sich garantiert. Ansonsten bewerten und kommentieren, denn ihr wisst, am allerbesten könnt ihr mich unterstützen mit einer klitzekleinen Bewertung und einem klitzekleinen Kommentar. So, wir starten jetzt. Neues Spiel. Renovieren ist irgendwie total cool geworden, ne? Die ganze Welt renoviert. Sei es Hotels, Arenen, irgendwelche historischen Schauplätze, die durch den Krieg zerstört wurden. Alle renovieren. Alle renovieren. Es ist wirklich, es ist crazy. Es ist einfach nur crazy. So, wir sind drin. So sieht das Ganze aus. Und wir müssen jetzt aufräumen und renovieren. Kein Hotel, sondern eine Umkleide oder sowas, ne? Ganz entspannt, ganz lässig, ganz gemütlich. Dankeschön, Dark von Puma, für diesen extrem schönen sonnigen Sub. Und Basti ist ganz frisch hier. Der sagt, ey, ich habe jetzt auch mal Geld reingepumpt und möchte in der Abo-Falle landen. Freut mich. Freut mich, dass du auch bei mir in der Abo-Falle landen möchtest. Das finde ich immer schön, wenn Menschen hier drin landen und dann, ja, für immer hier gefangen sind. Gibt mir ein gutes Gefühl. Weiß ich wenigstens, dass ihr gut aufgehoben seid. So, wir müssen Müll sammeln und den Scanner einsetzen. Ui. Okay, der Scanner ist krass. Der Scanner ist krass. Und dann renovieren wir eine Arena. So, wir haben auch einen Hammer. Ja, es ist ähnlich wie Hotel, halt nur Sport. Das Spiel ist auch schon die Vollversion. Also nicht irgendein Prolog oder sonst was. Hab das Spiel von den Entwicklern früher bekommen, weil ich mittlerweile dieses Image habe. Ey, der Mann ist der Fachmann für Simulatoren. Was natürlich absolut nicht korrekt ist. Ich bin kein Fachmann für Simulatoren. Ich war es nicht. Ich werde es nie. Lasst euch so ein Blödsinn bitte nicht einreden. Ich habe gar keine Ahnung, was ich hier mache. Ich sammle Müll auf. Das mache ich hier. Jede Menge Müll. So, Restmüll zerstören. Okay, ich muss irgendwas noch zerstören. Aber jetzt sammle ich erstmal hier noch den ganzen Schmodder ein. Ach, hier hängt auch noch irgendwas. Bumm. Und man kann sogar hier Sachen verkaufen. Da wird der Container geleert. Und dann, ja. Wann kommt Garden of Bun Bun 3? Ja, woher soll ich denn sowas wissen? Woher soll ich denn sowas wissen, Chat? Ihr habt von sowas doch gar keine Ahnung. Okay, kann ich zerstört? Doch, kann zerstört werden. Kann zerstört werden. Kann zerstört werden. Kann zerstört werden. Hat das Spiel keine Background-Music? Irgendwie nicht, ne? So, und jetzt hier nochmal ganz schnell alles einsammeln. So, wir müssen Graffiti und Schmutz entfernen. Skater, dankeschön für den mega nice Sub. Damn Daniel, du hier am Sabonieren. Ja, heute ist ja eine Menge los. Tablet öffnen, Hochdruckreiniger. Was verbessere ich denn hier? Heckenschere, Vorschlaghammer. Okay, was bringt es denn, den Vorschlaghammer zu verbessern? Zeitaufwand. Oh, ich glaube, das könnte ganz witzig sein. Also da ist alles drin in dem Spiel. Power Wash ist auch irgendwie mit drin, denn wir haben hier einen Hochdruckreiniger. Bam! So. Irgendwelche Gangs haben hier Schmiere hinterlassen, aber nicht mit mir. Upgrade lohnt sich, denn Upgrade ballert. So, das hätten wir alles. Jetzt brauche ich die Kachel, die Kelle. Guck mal, jetzt macht er hier erstmal alles weg. Erstmal schön den ganzen Belag hier wieder runterkratzen. Also ja, das hier ist die Vollversion. Kein Prolog für die Menschen, die sich immer die Frage stellen, ey, aber es gibt doch noch gar keine Vollversion. Die ist bei mir noch gar nicht draußen.
Die kommt heute raus. Ich hatte den Key auch schon eine Woche früher, aber ihr wisst ja, ich habe immer super viele Spiele und komme mit den Spielen gar nicht hinterher. Deswegen haben wir hier die Livestreams, damit wir auch die weniger krass großen Blockbuster irgendwie abdecken können. Auch die haben es verdient, gespielt zu werden. Und das versuchen wir hier. Live. Wir versuchen, alles zu spielen, was man spielen kann. Das ist meine heilige Mission. So, jetzt müssen wir eine Farbe wählen. Okay, P. Freischalten. Schwarz. Mhm. Dann mache ich mal hier weiß noch hin. Na, das wollte ich gar nicht. Ich wollte die eine Wand schön schwarz und die andere... Ja, ist auch kein richtiges Weiß, ne? Also ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Gestaltungsmöglichkeiten man hier hat. Ob man hier auch so viele hat, wie wenn man sein Hotel renoviert. Aber ja. Ach ja, by the way, das Spiel hat keine Twitch-Kategorie. Deswegen nicht wundern, warum hier dann irgendwie Games und Demos drinsteht. Für die Leute, die jetzt gerade auf Twitch sind. Das hat einfach gar keine Twitch-Kategorie. Das Spiel gibt's eigentlich gar nicht offiziell. Wir spielen hier ein Spiel, das offiziell gar nicht existiert. Vielleicht wurde das Spiel auch extra nur für mich entwickelt. Wer weiß das schon. So, damit sind wir durch. Jetzt müssen wir den Boden auch noch machen. Ja gut, ich habe nicht sonderlich viel zur Auswahl. Das hier wird ja eh eine Umkleide, was wir hier bauen. Bam, bam, bam. Geht aber alles relativ flott von der Hand. Guck mal hier, zack. Und schon habe ich hier die Räumlichkeiten für meine Umkleide eigentlich durch. Ja, nice. Das läuft. So, und jetzt müssen wir die noch einrichten. Okay. Was brauche ich denn hier? Umkleide. Nur Dinge, die ich auch wirklich bauen kann. Ein Kühler, okay. Eine Korktafel ist sowas Typisches für eine Umkleide. Wer kennt's nicht, ne? Also ich gehe in keine Umkleide rein ohne meine Qualitätskorktafel. Sonst fühle ich mich einfach unwohl in Umkleiden. Okay, wir machen so eine ganz traditionelle Umkleide, eine Reihe mit Spinden. Schön hier, zack, zack, zack. So, das muss natürlich alles... Devener, dankeschön für deinen mega geilen Sub. Willkommen in der Abo-Falle, 4 Monate schon drin. Seitdem finanziell dem Abgrund immer näher, finde ich aber trotzdem nett, dass du hier weiterhin abonnierst. Trotz, dass du in den Abgrund starrst und finanzielle Probleme damit erzeugst, bleibst du trotzdem diesen kleinen Stream hier, diesen kleinen, unabhängigen, familienfreundlichen Chill-Stream bleibst du trotzdem treu. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. So, willkommen bei Arena Renovation. Q-Werkzeuge, Tab B, Raumscanner. Wissen wir doch alles. Ach, jetzt soll ich hier... Ah, Spezialquest. Okay, wir sind noch nicht fertig. Wir sind noch nicht fertig. So, aber ich bin auch noch hier nicht fertig, denn hier unten sehen wir noch so einen Status. Obwohl doch hier Möbel 100%. Ja, aber... Warte, hier müssen noch mindestens 2 Bänke rein. Mindestens 2 Bänke müssen hier noch rein. Damit sich die Leute ja auch hinsetzen können. Ist ja schon irgendwie Pflicht, oder? So, was ist die nächste Mission? Die Tischtennisplatte hier reparieren. Let's do it! Okay, wir haben also immer wieder Quests, die wir machen können. Finde das Netz. Ich hau erstmal hier alles weg mit dem Hammer. Aber dieses Spiel, ich sag euch, das Spiel... Psst, hey, das wird auch ein Erfolg. Dankeschön für die Bits. Trotz Abgrund. Ich sag euch, das Spiel wird auch wieder ein richtiger Erfolg. Weil so Spiele laufen irgendwie immer. Ich habe letztens gesehen, irgend so ein Simulationsspiel, da haben sie gezeigt,
In welchem Land? Ah, und jetzt herzlichen Glückwunsch. Du hast gerade eine neue Sportanlage freigeschaltet. Du kannst zum Tablet gehen und deinen neuen Job beginnen. Du kannst auch hier bleiben, um die Arena zum Glänzen zu bringen und mehr Geld und Erfahrung zu verdienen. Es liegt ganz bei dir. Ja, wir machen erstmal hier fertig. Das ist jetzt ein Job, den will ich erstmal fertig machen. Ja, ich habe letztens gesehen, bei irgendeinem Simulator, ich weiß nicht mehr welches war, der auch im Moment ganz beliebt ist. Ich glaube, es war Contraband Police. Den würde ich auch zu Simulatoren mit reinnehmen in die Rubrik, weil es ja alles vom selben Publisher. Also auch das Spiel hier ist aus derselben Ecke wie Contraband Police. Na, es ist alles so aus einer Ecke raus. Und da war auch, glaube ich, Platz 2 der meisten Spieler direkt Deutsche. Ne? Also Deutsche lieben Simulatoren. Die Deutschen und ihre Simulatoren. Das ist Pflicht. Simulatoren ist in Deutschland, das ist, ich glaube, das wird sogar in der Schule irgendwie verlangt, dass du Simulatoren spielst. Die Deutschen lieben ihre Simulatoren. Die allererste Nummer 1, Dankeschön. So, mal, hier müssen wir erstmal Dreck wegmachen. Mit meinem Special Hochdruckreiniger. So, das ist weg. Boah, der schallert. Level 3 bin ich, dann hole ich mir Erfahrung. Bums. Weil ich glaube, je besser ich level, umso schneller mache ich hier meinen Job. So, das haben wir auch. Auf B habe ich meine Renovierungssinne. Ja, die Deutschen lieben ihre Simulatoren. Und egal welcher Simulator rauskommt, Deutschland Top-Spieler. Weil ich sag euch, das da ist auch wieder sowas, das wird seinen Erfolg haben. Hat alles drin, was man braucht. Und du bestehst wieder nur aus Armen. Du bestehst wieder nur aus Armen. Perfekt. Aus einem Arm und ein bisschen Hemd. Mehr braucht man auch nicht, um erfolgreicher Simulator zu sein. Boah, hier ist aber ganz schön viel Schlons. Gott sei Dank haben wir hier diesen... What? Was war das denn? Gott sei Dank haben wir hier diese... diesen Spinnensinn. Das macht die ganze Sache nämlich deutlich einfacher. So, Sauberkeit. Ah, hier ist noch ein Graffiti. Da hat jemand einen deformierten Penis draufgeschmiert. Der muss weg. So, Sauberkeit sind wir jetzt bei 100. Aber hier ist auch noch Graffiti. Machen wir auch noch direkt. Die allererste Nummer 1. Da ist er wieder ganz vorne, was die Bits angeht. Bekannt als der König der Bits. Er holt sich wieder die wichtigste Position. So, verkauft man hier den Kram. Alright, jetzt brauche ich die Kelle. Und spachtel hier erstmal schön alles zu. Ja, im Moment habe ich leider noch nicht so viele Farben. Aber was ist das hier? Eine Tischtennishalle, ne? Das ist so eine kleine Tischtennisgarage. Könnte quasi sagen, eine kleine Tischtennisgarage. So. Hier ist alles gespachtelt. Gut. Renovierung läuft. Spartensportler. Moin. So, jetzt brauche ich Farbe. Gib mir mal Farbe. Ah, hier will ich, glaube ich, blau. Das passt eigentlich ganz gut zum Gesamten. So.
Das sieht schon langsam aus wie eine richtige Sporthalle, ne? Das sieht schon langsam aus wie eine richtige Sporthalle, was wir hier machen. Warte mal, hier macht er nicht blau. Ach, hier kann ich... Ah doch, hier kann ich auch ein Blau wählen. Aber nur so ein Blau. Ah, das ist ein anderes Material, deswegen. Eine Lackfarbe will er hier. So, warte mal, hier. Hier. Zack. Kann ich hier oben auch noch ein bisschen rumpinseln? Dafür bräuchte ich ja eigentlich schon fast eine Leiter. Oder einen Tritthocker oder sowas. So, Renovierung ist durch. Jetzt geht's ans Eingemachte. Warte, ich mach mal hier die Hand. So, Möbel. Raumtyp, Sportbereich. Alles. Klar, ein Snackautomat. Oh, das wäre eigentlich ganz nice. So eine Anzeigetafel. Die platziere ich mal direkt hier hin. Gut. Dann Sitzbänke wären halt auch super, wenn wir sowas hätten. Wasserspender, ganz wichtig. Ein Wasserspender, ganz wichtig. Machen wir hier so neben die Tür. Trinkspender. Und auch voll wichtig, eine Klima. Huh. Aber die sieht so ein bisschen verloren aus. Bänke bräuchte ich auch. Haben wir hier Bänke? Matten... Wenn ich irgendwo oben... Ja, hier. Wir haben nur die Bänke im Moment. Aber ich gehe mal beim Möbel rein und schalte... Eigentlich wäre sowas perfekt, aber es kostet 60. Boah, haben wir nicht. Dann muss ich mir die hier holen. Wir brauchen da hinten ja so ein bisschen Bänke, damit die Leute sitzen können. So, ich brauche mehr von diesen Upgrade-Punkten. Sonst wird das nisch. Aber ich finde es geil, dass das Spiel hier so schön flott ist. Ne? Man kann so schön flott hier alles machen. So, wir haben hinten ein paar Bänke. Gut. Ja, was haben wir noch? Was könnte hier noch gut reinpassen? Stadionsitz. Kann ich den auf so eine Bank drauf machen? Anscheinend nicht. Keine Ahnung, wie man den platzieren kann. Fitnessball. Es ist ja... Es würde nicht reinpassen. Das ist ja hier... So, hier sind wir bei 101%, was Möbel angeht. Das muss ich hier noch renovieren. Alter, Dankeschön! Für all die Jahre! Ey, danke! Es freut mich. Neue Belohnung freigeschalten. 75% Fortschritt. Gut gemacht. Weiter so. Nice. Aber ich brauche 100%. Wenn schon, dann alles. Haben wir eigentlich die Decke angepinselt? Nee, ne? Wir haben der Decke gar keine Farbe gegeben. Doch, haben wir. Okay. Ich nehme alles zurück. Decke wurde angepinselt. Gut. Weiter geht's mit der Kelle. Mit der groben Kelle. Legit Saurus. 10 Monate Abo-Falle. Alter, Painful Life hat immer noch die Emojis von Quantum. Der Mann, der hat da drüben irgendwie eine Sekte hochgezogen, ne? Also ihr seid dem Mann auch für ewig irgendwie verpflichtet. Painful Life ist für ewig Quantum verpflichtet. So, den Boden muss ich wahrscheinlich so lassen, ne? Da kann ich nichts machen. Oder vielleicht doch? Warte mal, was war Boden? Das hier. Ah doch, es geht hier. Schauen wir mal rein. Eingangshallenboden. Hm. Ich nehme den hier. Aber hier kann ich keinen Boden machen. Herzlichen Glückwunsch, du hast ein neues Level erreicht. Was hole ich mir denn? Bargeld. Was macht das? Erhöht das verdiente Geld um einen bestimmten Prozentsatz. Müll.
Super Perks. Lange Hände. Ich hole mir erstmal Bargeld. Ich glaube, mehr Geld ist auch super wichtig. So, wie gesagt, das machen wir erstmal hier komplett fertig. Gut. Jetzt müssen wir pinseln. Ah. Was nehme ich hier für eine Farbe? Was ist das denn hier? So viele Farben gibt es irgendwie gar nicht. So, für die Lobby. Das Spiel ist, glaube ich, auch Early Access. Ich weiß es aber nicht hundertprozentig, aber ich glaube, das kommt erstmal nur im Early Access raus. Ich habe auch keine Ahnung, wie lang das Spiel geht. Aber it's a Early Access Game. Vorerst. So. Hauptfeldwebel, falsches Spiel, mein Freund. Falsches Spiel. Wir spielen hier was völlig anderes mit einer völlig anderen Spielmechanik. So, der Müllcontainer muss natürlich noch weg. Der muss raus. Aber irgendwann... Ich will so einen Snackautomat hier drin haben. So, Einrichtungstipps. Aha. Ah, okay, je nachdem, was bin ich hier, was ist denn das? Ein Abstellraum. Rauminfo, ein Abstellraum, okay. Also, sollte ich... Habe ich hier Abstellraum als Option? Ja. Regale, aber das ist doch der Eingang. Schaltkasten. Okay, hier steht ein Regal rum und machen wir noch hier eins hin. Für Fitnessgeräte oder sowas. Können sich die Leute ihre Schläger abholen. Kisten. Ja, die kann ich dann hier reinlegen. Mehr oder weniger, doch es geht. So. Das sind die guten alten Postal Navy Kisten. Da sind immer die besten Schläger drin. So, hier auch noch was. Ein Drogenlabor-Simulator. Wäre schön. Fehlt auch irgendwie der Heisenberg-Simulator. Hätte ich Bock drauf. Alter Denver. Ne, Moment, wie spricht das aus? Devener. Devener? Devener? Devener. Devener, glaube ich. Ich weiß es nicht. Dankeschön. Für deine Wahnsinnsunterstützung. So, ein bisschen hier Kisten. Dies und das. Eine Klimaanlage, ganz wichtig. Man will sich ja nicht totschwitzen. Kommt hier in die Ecke rein. So. Und alles nochmal hier, aber nur Sachen, die wir besitzen. Vielleicht nochmal im Eingangsbereich... Irgendwie so ein kleiner Tisch oder sowas. Oh, das geht aber gar nicht. Das gibt Minuspunkte oder wie? Mache ich hier so ein kleines Gestell hin und eine Kaffeemaschine drauf. Oh, kommt eine Kaffeemaschine drauf. Wo ist die Kaffeemaschine? Eben noch eine gesehen hier. Ist dann so eine kleine Kaffeemaschine drauf. Und... Nee, das war hier... alles, Toiletten... Nee, wo war das denn? In... Umkleide, stimmt. Umkleide. Alles. Ja, so ein Ding muss halt auch noch hin. Mach ich auch noch eins hier hin.
direkt beim Heizkörper. So. Dann haben wir hier den Raumtyp Abstellraum. Was gibt's denn hier noch Cooles? Ja, komm. Oh, 30 wollen die dafür? Eine moderne Heizung. 160 für so eine moderne Heizung. Hier kommen noch ein paar Kisten rein, dann haben wir es doch, oder? Yes! So. Ja, jetzt können die Kids endlich hier Tischtennis spielen. Devin, okay. Dankeschön, Devin. Jetzt können die Kids kommen hier rein. Wo ist denn der Eingang? Ist das nicht der Eingang? Kommt man hier nicht in die Halle rein? Hier kommt man noch rein. Das ist halt voll industriemäßig. Aber hier spielen die Kids. Das sind alles so Kids aus schweren familiären Umfeld. Ja, Banden und draußen hört man dauernd Schüsse und Polizeisirenen und so weiter und so fort. Und damit diese Kids sich nicht draußen gegenseitig nur Blei in die Birne drücken, habe ich hier für die, ja, einen Sportbereich gemacht. Tisch, Tennis, Bams. Geil, oder? Irgendwie cruise ich gerade durch die Gegend. Was ist jetzt los? Wow, ich hab Crack. Okay, ich kann nichts machen. Egal. Wir wollen eh hier raus, denn wir wollen zur Sportanlage und gehen da mal hin. Denn hier sind wir durch. Arena-Fortschritt 92%, was? Was fehlt denn noch? Egal, wir gehen trotzdem mal... Was ist jetzt schon wieder los? Irgendwie das Spiel hat gerade einen Aussetzer. Geh zur Arena. So, die nächste Sportanlage. Okay, jetzt läuft's wieder. Wie gesagt, ist noch kein Release. Kommen bestimmt auch noch Patches und Updates und hast du nicht gesehen. So, was ist das hier? Oh, was ist das denn? Schalterrätsel? Habe ich überhaupt die Ausbildung? So, ich muss hier Sicherungen entfernen, die nicht mehr gut sind. Alright, jetzt muss ich hier neue einsetzen. Öffne den Sicherungskasten. Entferne alle defekten Sicherungen. Drücke Tab, um das Tablet zu öffnen. Okay. Wähle Elektronik. Im Shop oder was? Elektronik. Haben wir hier Elektronik? Hier drüben, Elektronik. Und hier brauche ich jetzt Sicherung, oder was? Hier. Für die Kids, damit die sich draußen nicht mehr die Knoche wegschieße, sondern hier in der Sportanlage Spaß haben. Bam! Guck mal. Oi, das ist ein größerer Laden, du. Das ist ein größerer Laden. Mit Garage. Abstellraum, okay. Sportbereich. Boah, da ist aber einiges zu tun, du. Wo soll ich hin? Den Spannungsmechanismus? What? Finde den Spannungsmechanismus des Wicklers. Wo ist denn überhaupt der Wickler? Warte mal. Wie geht das denn? Was ist das hier? Verkaufsgerät. Ist das der Wickler? Nee, das ist ein Schlauch. Hier ist das Büro. Hier sitzt irgendwann der Jugendleiter drin. Alright. Jetzt müssen wir erstmal mit dem Hammer durch, ne? Ash Champers. Du alter Irrer. Schön, dass du hier bist. Komm, wir räumen erstmal hier auf. Kloppen erstmal hier alles kaputt. Das kann man nicht kaputt kloppen. Das geht. So. Das Netz spannen. Ach so, ja, aber... Hier ist ja nichts.
Ich muss erstmal den ganzen Müll hier entfernen. Okay. Kann ich irgendwas beim Netz machen? Na, mir fehlt hier irgendein Gerät. Oh, was ist das hier? Ah, da kann ich hier hoch. Okay, das ist... Ich dachte schon, dass ich sowas benötige. Kann man das auch drehen? Jo. So, warte mal. Zack, zack, zack. Ja, aber hier oben war ich ja eben schon. Nee, das ergibt auch keinen Sinn. Das ergibt auch keinen Sinn. So, jetzt räumen wir erstmal hier den ganzen Müll weg. Wir müssen Müll wegräumen. Wir müssen super viel Müll erstmal wegräumen. Was ist mit Kontraband-Police? Habe ich durchgespielt? Fragezeichen. Habe ich komplett durchgespielt, mein Freund? Ending war auf dem Kanal. So. Schon mal hier den ganzen Müll weggemacht. Boah, wisst ihr noch damals, als man hier auf dem Kanal Schokolade gehört hat? Das waren noch Zeiten. Da ging es dem alten Mann hier noch richtig gut. Ah, war das Leben noch lässig. Ist das irgendwas Wichtiges? Nee. So, erstmal hier den ganzen Schund wegräumen. So, ich hau das erstmal hier hin. Bams. Ja, drei Schokoladen hintereinander. Das war noch vor der Katastrophe. Da ging es hier noch richtig rund. Das war noch richtig schön. Drei Schokoladen hintereinander. Boah, wenn ich heute nochmal sowas erleben würde. Diesmal würde ich sofort in Urlaub fahren. Aber dann kam die Inflation. So, das muss man zerlegen. Guck mal, du kannst sogar Müll aus dem Müllsack holen. Also, das ist eigentlich auch ganz nice, dass es geht. Bams. Schön hier Müll verkauft. Das geht noch rein. So, haben wir hier noch irgendwo ein bisschen Müll hier? Finde den Spannungsmechanismus. Der muss also irgendwo hier versteckt sein unter Müll. Irgendwo hier unter Müll muss der versteckt sein. So, rein das Ding. Ich find's geil, dass man hier eine Prozentanzeige hat. Hat man irgendwie immer das Gefühl, egal was man macht, man schafft ein bisschen was. Die alten Alert-Sounds. Ja, die sind ja immer da, Freunde. Grill-Stream habe ich ja schon gesagt. Der kommt diesen Sommer. Der kommt diesen Sommer. Aber leider ist es ein Gartengrill. Ich kann also nicht irgendwie in meinen vier Wänden hier grillen. Aber es hat halt letztes Jahr nicht funktioniert, weil es einfach zu viel war. Mit der Gartendusche. Ja, dann bin ich sofort gesperrt, wenn ich mich noch unter eine Gartendusche nackt stelle. Mit der Gartendusche. Ich kann euch die Gartendusche zeigen. Einigen wir uns darauf. Ich glaube, das darf ich. Aus rechtlichen Gründen. Guck mal, die Schublade, wie sie davon gleitet. Was nehme ich mir denn? Ist eigentlich auch ganz nice. Wo sehe ich denn eigentlich meine Punkte? 5 habe ich noch. Okay, hier. Ich glaube, wenn ich euch Aktionen unter der Gartendusche zeige, dann war es das mit Twitch.
Dann kannst du den Laden dicht machen, du. So, haben wir hier noch alles kaputt? Ich habe immer noch diese Kurbel gefunden, aber irgendwann werden wir sie finden. So eine Frage der Zeit. Wir hauen uns gerade durch die Arena. Alles wird zusammengekloppt. Bams, 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 bams. Das hier muss weg. Wird wahrscheinlich irgendwo unterm Schutt liegen. Weil, wo denn sonst, oder? So, das ist alles Schrott. Alright. Ist der da hinten vielleicht im Klo? Alter, das Waschbecken. Brauchst du mehrere Ansätze, bis du das zerlegt hast. Ah, guck mal, Spiegel geht auch. So eine ganze Kabine kann ich zerlegen, aber ich will eine neue Kabine. Da muss schon ein gescheites Klo rein. Sonst wäre das ja sehr unschön. Nee, weiter geht's nicht. So, hier habe ich auch alles zerlegt, oder? Ah, hier ist noch ein Mülleimer. Gut, dann sammeln wir mal wieder Müll ein. Achso, die Dinger musst du noch mit dem Hammer zerlegen. Walter Berg, 94, Dankeschön. Borat-Badeanzug. Ich glaube, selbst dann mit einem Borat-Badeanzug wäre der Stream wahrscheinlich gesperrt. Selbst dann wäre es für immer vorbei. So. Twitch, ihr wisst, ein nackter Nippel zu viel. Und die Karriere ist vorbei. Glowy Darko, Dankeschön. So, rein damit. Boing. Hammer nochmal hier. So, ist das auch alles weg? Psst, hey. Alright. Alter. Dankeschön. Es ist zwar keine Schokolade, aber kleiner Tropfen Schokolade. Dankeschön für den kleinen Tropfen Schokolade. OnlyFans. Darf man überhaupt noch OnlyFans auf Twitch und YouTube bewerben? Ich glaube nicht. Ne? Auf YouTube ist es, glaube ich, mittlerweile sogar verboten, sein OnlyFans zu bewerben. Ich glaube mittlerweile, das kannst du gar nicht mehr machen. Bin mir aber nicht ganz sicher. Irgendwo habe ich das mal gelesen, dass es irgendwie strenger wurde und dass die Zeiten vorbei sind, wo man dauernd sein OnlyFans quasi anpreisen durfte. Jetzt ist ja irgendwie besonders beliebt TikTok-Bettelei. Das ist jetzt der heiße Shit im Netz. Auf TikTok betteln. Das kommt richtig gut an bei den Leuten. Das kommt richtig gut an. Schön auf TikTok sich hinsetzen und sagen, bitte schickt Geld, hab Hunger. Der Wendler. Naja, eigentlich kann ich ja alles über OnlyFans vermarkten. Es muss ja nicht immer nur Nude sein. Aber die Leute wollen leider Nude sehen, ne? Was anderes ist ja auch irgendwie nicht interessant. Es muss irgendwie Nude sein. So, hier noch die Taschenlampe. Hier ist ganz viel Graffiti. So, rein. Wo ist der andere Sack? Guck mal, jetzt nur mal hier den ganzen Schrott wegmachen. Und schon bist du bei soliden 20%. Eigentlich nicht schlecht. Aber ich habe immer noch nicht das Ding gefunden. Ich habe keine Ahnung, wo das sein soll. Den Mechanismus zum Wickeln.
So, jetzt erstmal hier schön mit dem Hochdruckreiniger durch. Power Wash Simulator kickt rein. So. Habt ihr irgendwas gesehen? Habt ihr irgendwo diesen Mechanismus gesehen, damit man hier das Netz unten spannen kann? Ich habe nichts gesehen, Freunde. Nothing. Oder muss man den kaufen? So, Sauberkeit ist hier full. Jetzt geht's hier weiter. Es gab super viele neue Level bei Power Wash. Da gibt's super viel Content. Aber ich habe keinen Mitspieler mehr. Und deswegen ist Power Wash leider tot. Außer ich soll die Sachen solo im Stream noch machen. Das ist das Einzige, was ich anbieten kann. Neben dem Stromkasten war ein Hebel. Nein, das ist ja für den Strom gewesen. Das macht ja Licht. Keine Ahnung, wo das Ding sein soll. Vielleicht irgendwo bei so einem Stahlträger. Alter! Amy Luft, dich gibt's auch noch? Dankeschön, hat Geld zwischen der Sofaritze gefunden. Dankeschön. So, Sauberkeit ist hier auch 100%. Psst, hey! Ah, was ist das denn hier? Nee, Moment, das muss man... Okay, ich dachte, jetzt wäre der Hebel hier versteckt. Nee. Nee, hier war er auch nicht versteckt. Vielleicht irgendwo hier so zwischendrin? Würde man ja sehen. Ist noch nicht im Spiel drin. Ist ja Early Access. Alter, Dankeschön! Der rote Kasten im Büro oben, vielleicht, das ist ein Feuerwehrschlauch. Das ist auch nix. Oder vielleicht obendrauf, wenn ich das Ding hier hochtragen kann. Ich weiß nicht, ob das geht. Das scheint zu gehen. Das ist jetzt die letzte Idee, die ich noch habe. Dass die Schweine das da oben drauf versteckt haben. Nö, das ist auch nichts, ne? Nö. Alter, komm schon. Okay, muss man dich kaufen? Mhm. Vielleicht irgendwie bei Zubehör? Nee. Sport. Hm. Okay, hier ist... Ich weiß nicht, wo das Ding ist. Das muss wahrscheinlich hier irgendwie eingespannt werden und dann spanne ich das Netz. Ach, da ist er. Da ist er. Befestige das Netz. Hab's doch gewusst. Wahrscheinlich hinter irgendeinem Träger wird er sein. Kingman Official, Dankeschön für den Raid. Dankeschön. Achso, jetzt soll ich hier noch die Streifen. Ah. Look at this. 34. Oh Gott, ist ja richtig viel. Man sieht der Platz hier doch schon mal gar nicht mehr so kacke aus. So.
Was? B? Ach so, ja, das ist die Sicht. Nach dem, was will er mit verbleibenden Jobs? Ich habe super viele verbleibende Jobs hier. So. Hier nochmal hin, da nochmal hin. Aber im Spiel fehlt so ein bisschen Background-Musik, weil hier gibt's welche. Aber irgendwie im Spiel selbst gibt's keine. Schade. Und ich habe die Musik eingestellt, also ist jetzt nicht irgendwie deaktiviert oder Streamer-Modus oder sowas. Man hat nur so ein bisschen Vögelgezwitscher. Das war's. So, Quest beendet. Quest beendet. Jetzt müssen wir hier noch alles mit dem Hochdruckreiniger. Boah, das ist viel. Warte mal. Den kann ich nicht nochmal leveln, oder? Moment, wo sehe ich denn hier Profil? Ne, ich habe 5 Punkte und ich brauche 25 fürs nächste. Ich glaube aber, Hochdruckreiniger leveln ist schon nicht dumm. 6 Monate in der Abo-Falle, Dankeschön. Radio hinstellen und einschalten. Ein bisschen Lizenzmusik hören. Beste Idee. Eure Meinung zu dem Spiel? Sagt ihr, das ist ein geiles Spiel? Oder sagt ihr, nee, überhaupt nicht lässig? Also ich finde es eigentlich ganz, ganz nice. Okay, Moment, ihr findet das hier nicht so gut, aber ein Hotel renovieren findet ihr besser. Aber es ist de facto dasselbe Spiel quasi so, eigentlich. Also ein Hotel renovieren ballert, eine Arena putzen ballert nicht. Das ist immer so diese extreme YouTube-Logik. Werde ich nie verstehen. Ey, der Laden hier wird auch nobel, wenn ich damit fertig bin. Außerdem mache ich hier was für die Gemeinde. Hier mache ich gemeindenützige Arbeit. Ich mache hier was fürs Allgemeinwohl. Damit die Kinder sich draußen nicht nur Blei in die Birne reinballern und Crack, sondern lieber mal hier ein bisschen Sport. Sagt nein zu Crack. Und ja zu Basketball. Oder Tennis. Tennis, als ob Ghetto-Kids Tennis spielen, ne? Also, ja, Boris Becker, der hat ja, wie wir alle wissen, Probleme mit dem Gesetz. Und um seine Schuld wieder gut zu machen, muss Boris jetzt halt Tennisunterricht geben im Ghetto. Phantom, Dankeschön. Er muss im Ghetto Tennisunterricht geben. Das ist die Strafe von Boris Becker und deswegen mache ich hier den Tennisplatz ready. So, 94% Sauberkeit. Oh, das ist nochmal hier ein Haufen Geschmiere. Immer diese Kids. Was ich mache nur mit diesen Kinder. Ich wünschte, ich hätte so ein Leben wie Boris Becker. Casino-Deals. Abzockerwerbung. Immer essen gehen. Der Mann hat nie Hunger. Ich habe in diesem Moment gerade Hunger. Ich freue mich schon, wenn hier Feierabend heute ist.
freue mich schon, wenn Feierabend heute ist. Ich habe richtig Hunger, du. Auf was ich Hunger habe, auf Mittagessen. Deftiges Mittagessen. Ich habe richtig Bock auf so ein schönes, deftiges Mittagessen. Was ist mir eigentlich fast schon egal. Hauptsache Essen. Ich habe heute 2 Brötchen gegessen. Mehr habe ich nicht. Das war's. 2 Brötchen. So, wo ist denn hier noch Dreck in dem Raum? Oder fällt das alles zusammen? Hier, das ist aber das Badezimmer. Ja, Toiletten. So, hier nochmal, wenn wir jetzt erstmal alle Hochdruckreiniger arbeiten, würde ich sagen, haben wir das nämlich schon mal weg. Dann sind wir damit nämlich komplett durch. 100%. Hier ist noch Geschmiere irgendwo. Aber wo? Wo zum Geier ist hier noch Geschmiere? Hier ist es so hinterm Träger. Psst, das ist wirklich so hinterm Träger. Nice. Phantomas! Oder eher Ventomas. Dankeschön. Ich gönn dir ein drittes Brötchen. Kriegt man für 100 Bits ein Brötchen? Sind die Brötchenpreise so niedrig? Ist der Brötchenkurs im Moment so weit unten? So. Hier fehlt auch noch irgendwo was oben. Aber das ist doch wieder ein extra Bereich, oder? Nee. Gut, das gehört dazu, das ist schon mal nice zu wissen. In Indien, ja. Aber leider bin ich nicht in Indien. Da könnte ich mit 100 Bits mir wahrscheinlich sehr viel gönnen in Indien. Ist hier noch was? 1% fehlt wieder. So, 100. Alrighty, right. 100 Sauberkeit, 99. 99. Liegt hier irgendwo noch Müll rum? Oder es kann auch irgendwo noch ein Graffiti sein. Hier ist keins. Irgendwo noch ein Fleck Öl. Was ist das denn? Da muss ich auch noch ran. Ach, jetzt sag nicht, das zählt als Müll. Und wo habe ich hier noch 5? Ist ja was auf dem Boden, irgendeine Schmiere. Psst, hey. Hier habe ich 100%. Hier habe ich 95. I don't get it, man. Was ich von Pokémon halte. Ja. Als Kind habe ich das gerne gespielt. Die alten Pokémons finde ich auch ganz cool, aber das neue interessiert mich irgendwie nicht mehr so. Da habe ich leider nicht mehr diesen Hype.
Okay, wie komme ich denn da ran? Wenn das... Kann man das erweitern? Weil ich soll das hier oben noch irgendwie abhängen. Ah. Was ist das hier? Aber ich kann Sachen verkaufen damit. Aber auch nicht... Moment. Wie geht das? Verkaufsgerät. Ja, aber... Aber wie verkaufe ich das Ding da oben? Na, das muss weg. Aber ich habe keine Ahnung wie. Skjör, guten Abend. Na gut, dann spachteln wir jetzt erstmal hier. Aber es ändert ja auch nichts an der Sauberkeit, wenn ich jetzt hier alles schön abspachtle. Ich spachtel hier mal alles weg. So, einen Boden müssen wir auch machen. Muss der Boden, ja. So, machen wir einfach mal so. Und farbmäßig... Was denn hier? Wie sieht das denn aus? Na, für so einen Durchgang ist es eigentlich gar nicht mal so schlecht. Yes, gelevelt. Was hole ich mir denn? Ich habe 25 Punkte. Vielleicht mal alles verbessern? Hand, Bürste. Kelle. Lange Hände wäre halt voll geil. Was ist denn Hand? Reduziert den Zeitaufwand für das Sammeln von Gegenständen mit bloßen Händen um einen bestimmten Prozentsatz. Reduziert den Zeitaufwand für Malarbeiten auf einen bestimmten Prozentsatz. Hm. Okay. Kann mich irgendwie nicht entscheiden. So, was machen wir hier? Bams. 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 So, die Toiletten. Gib mir die Kelle, Bro. Gib mir die Kelle. Oh, guck mal, jetzt ist Sauberkeit hier... Wo, auch hier, hier ist... Hier fehlt auch Sauberkeit. Kann man da noch was spritzen? Was ist das hier? Ist das irgendwo... Ah! Irgendwelche Griffe sind hier noch. Jetzt ist das 100%. Liegt hier auch irgendwo noch irgendwas rum? In irgendeiner Ecke? Der Lichtschalter. Oh, der verdammte Lichtschalter. So, Sauberkeit ist hier drin. Sauberkeit ist hier drin. Und hier, ich sag euch, das wird das da oben sein. Das Ding da oben. Das kann man abhängen. Aber ich weiß nicht, wie man da rankommt. Guck, man kann es ja auswählen hier immer wieder mal. Hm. Aufheben, beschleunigen. Vielleicht ist das der Trick. Immer knapp. Mann. Ich komme da nur mit einem Sprung hin. Das ist der letzte Prozent, der da fehlt. Ich habe ja mal so einen Hack von Pokémon gespielt, bis dann der Hack irgendwie von Nintendo aus dem Weg geräumt wurde und ich dann das Let's Play auch nicht mehr fortsetzen konnte. Weil Nintendo dagegen vorgegangen ist.
Ja, habe ich kein Problem mit. Aber Nintendo ist da halt so kritisch. Es war Pokémon Uran, das war eigentlich ganz cool. Wie gesagt, gibt es ein Let's Play auf dem Kanal, was leider nicht ganz final gegangen ist. Wegen der Problematik. Auch schon wieder Jahre her. So. Boden. Das sieht so richtig schön nach Toilette aus. Das hier ist unser Toilettenboden. Das ist doch ein schöner Toilettenboden. Gegönnt. So, jetzt müssen wir hier noch pinseln. Was nehme ich denn hier fürs Klo? Ja, das muss schon irgendwie gefliest werden. So. Er pinselt einfach mal so, keine Ahnung, Kacheln drauf. Warum nicht? Ey, Simulationen werden eh immer viel zu ernst genommen. Alles ist erlaubt. Es ist einfach alles erlaubt. So. Und zu guter Letzt noch die Decke hier. Schwupps. Und schon wird das ein kleines, aber feines, erotisches Sportklo. Wo sich die Kinder, die natürlich alle 18 Jahre und älter sind, damit es hier keine Komplikationen gibt. Ja, aber hier haben die dann ihren Spaß. Toilettenbildschirm. Was ist denn ein Toilettenbildschirm? Ich brauche eine Trennwand. Hier, Toilettenabtrennung. Habe ich schon eine freigeschaltet? Duschkabine, Duschwand. Das ist wahrscheinlich eine Trennwand, ne? Toilettenbildschirm 1. Hä, wo macht man... Achso, man macht das hier hin und dann kann man zwischendrin quasi ein Pissoir machen. Aber am besten wäre eigentlich so eine richtige Toilettenkabine. Was kostet das Ding? 80. 80 will er für so eine Kabine. Uff, die nimmt aber auch hier wirklich alles ein. So. Kann man das aufmachen? Ja. Dann, brauche ich jetzt noch ein WC? Ja, können wir eigentlich so ein Standard-Klo nehmen, oder? Eins. Zwei. Ja, so schlecht sieht das jetzt gar nicht aus. So schlecht sieht das doch gar nicht aus, oder? Waschbecken. Toilettenpapier natürlich. Psst, hey! Handtuchspender, Seifenspender, Duschwand. Eine kleine Dusche wäre irgendwie geil, aber... Zu wenig Platz, was? Ist aber auch eine riesen Klorolle, du. So, Klorolle. Klorolle. Und ich bin ja kein Unmensch. Eine Klobürste. So. Alles klar. So, jetzt brauchen wir natürlich noch ein Waschbecken und ein Pissoir muss irgendwie auch hin. Ich würde sagen, wir machen die Waschbecken, machen wir hier hin. Zwei Stück.
Haben wir sowas wie einen Spiegel? Haben wir keinen Spiegel? Ey, wir haben keine Spiegel? Mach mal alles. Hier. Es gibt keine Spiegel. Es gibt einfach keine Spiegel. Wie traurig ist das denn? Es gibt echt keine Spiegel. Okay, das ist jetzt wirklich sad. Oh, es gibt keinen Spiegel. Aber ein Seifenspender, du. So. Jo, es gibt keinen Spiegel. Das ist schön. Echt. Absolut schön. Und jetzt mache ich mir hier noch so eine, damit man dem anderen nicht auf den Lulu gucken kann. Gibt es hier natürlich eine Trennwand. Zu wenig Platz. Wie kann es zu wenig Platz haben? Na, jetzt. So. Kann ich eigentlich ein Objekt auch verschieben? Ja, könnte ich. Eigentlich. Warte mal, wir machen 3 hin. Wir gönnen. So. So. Dann. So. Dann nochmal hier so eine Trennwand. Natürlich auf derselben Höhe ungefähr. Wo habe ich die hin platziert? Auf der Linie. So. Und dann. Weil es so schön ist. So, jetzt ist da in dem Klo auch richtig was los, ne? Jetzt hat man hier auch richtig schön was zu tun. Ja, braucht man nicht. Was gibt's hier eigentlich noch alles? Irgendwas Spannendes? Ein Papierkorb oder sowas wäre noch ganz gut. Irgendwas so für Papier, für Müll. Alles. Mülleimer. Jo, machen wir den hier noch mittig rein. Jetzt bin ich zufrieden. Das ist halt eine öffentliche Toilette. Die sieht halt natürlich nicht wohnlich aus, ne? So eine öffentliche Toilette. Die sieht halt nicht wohnlich aus. Gut, die Umkleide. Next. Seid ihr zufrieden mit der Toilette oder sagt ihr, nee, geht gar nicht? Würde ich niemals drin mein Geschäft abwickeln. In so einem Klo? Nicht mit mir. Neue Belohnung freigeschalten. 40%. Okay. Alter, ein kleiner Basketballplatz hier. So eine kleine Basketballhalle habe ich bekommen. So, welche Farbe nehmen wir hier? Das wird die Umkleide. Das wird die Umkleide. Wie sieht das hier aus? Aber wenn ich dann die Spinte davor mache, könnte es vielleicht doch ganz cool aussehen. Probieren wir es mal aus. So, die Decke. Kabams.
Bams. Jetzt brauche ich nur noch. Heizung, Elektronik. Ne, ich meine, das war hier. Umkleide. Kein Mülleimer. Metallspind ist halt ziemlich hässlich. Haben wir nicht einen schöneren Spind? Ui, der ist ja fancy. Ein Holzspind kostet 100. Alright, let's go. Alter, das ist ja ein Spind, du. Schick. Und der letzte. So, dann brauche ich natürlich auch so eine Bank. Die kommt so mitten in den Raum. Bams. Dann will ich von den alten Metallspinden, mache ich hier noch ein paar hin. Das ist halt für die Nicht-Premium-Mitglieder. Für die armen Mitglieder, die müssen ihren Dreck in irgendwelche alten Metallspinte reinwerfen. Kriegen sonst nichts. Die kriegen sonst nichts. So. Und ein hierhin. So, und dann brauche ich noch. Klar, ein Heizkörper kommt auch noch hin. Bin ja kein Unmensch. Aber ich glaube, ich mache zwei Bänke rein. So, mal leg mal weg. Aufheben. Machen wir lieber zwei rein und zwar so. Und dann nochmal eine hier drüben. Gib mir. So. Ist die größer? Oder bilde ich mir das ein? Hä? Was ist das denn für eine... Guck mal, hier wiegt die... Okay, das ist wirklich nur eine optische Sache. So, und dann... Was man natürlich auch braucht, ist natürlich so eine Korktafel. Ja, das ist das schwarze Brett. So. Und wir brauchen natürlich jetzt noch oben... Was fehlt denn noch? Ach, der Boden. Klar. Der Boden fehlt. Hier kommt rein... Ah, so ein Standardboden. So. So. Das ist doch eine Umkleide. Perfecto momento. Jetzt muss hier noch der... Der Ding hier, der Abstellraum. Fertig gemacht werden. Oh, guck mal, wie schnell ich eigentlich vorankomme. Mittlerweile, Business boomt. Nicht nur Hotels, Brauerei und alle anderen Berufe, auch Arenen. Irgendwann werden wir die ganz großen Sportarenen renovieren. Ja, das ist ja hier nur Phase 1. Quatsch, das harmoniert doch alles da drüben. Das sieht doch top aus. Das da, wenn ich da reinkomme, kriege ich direkt Kotzen. Perfekt. Nö, ich würde hier... Klar, ich würde mich hier total wohlfühlen. Ich würde mich hier total wohlfühlen. Hier sind die Premium-Spinte für die Spitzenathleten mit so einem eleganten Schließfach. Und hier hast du halt die Billigdinger. Kommst hier rein, denkst dir, wow, top, fühle ich. So, das muss jetzt so ein bisschen nach Heizraum aussehen.
Ja, das können wir eigentlich ziemlich billo lassen, oder? Ich meine, wer kommt schon in den Heizraum rein und sagt, oh, das muss jetzt aber elegant sein. Welcher Heizraum ist bitte schön elegant? Also ich bin sehr zufrieden hier mit meinen Renovierungsarbeiten. Top. Einfach Premium. Einfach Premium-Qualität. Ach hier, das fehlt noch. So. Einfach absolute Luxus-Premium-Qualität. Der Hausmeister geht da rein und genießt sein Bier in der Pause. Das wissen wir doch gar nicht. Ist das so, dass der Hausmeister hier sein Bier in der Pause genießt? Ihr habt davon Ahnung. Wir wissen es doch gar nicht. Guck mal, er kriegt eine Klima rein. Hier kann ich gar keine Klima platzieren. Wieso? Hier geht's. Direkt über die Tür ist doof. Macht mal keine Klima hin. So, Hausmeister hat eine Klimaanlage. Der soll mal nicht motzen. Davon können andere nur träumen. Zu wenig Platz. Ach, ob. So, jetzt ein Schaltkasten. Kommt hier Regale für diverse Unterlagen. So. Was haben wir denn noch? Also ein Boiler wäre geil, aber die kosten halt voll viele Points. Selbst den billigsten könnte ich mir nicht leisten. Na, und da sind dann halt diverse Unterlagen, die man eben so verwaltungsmäßig hat. Was? Da oben geht keins hin. Oben ist immer irgendwie schwer zu platzieren, finde ich. Will er nicht. Hat er keinen Bock drauf. So, also ein paar von denen hier. So. Und dann noch ein paar von den kleinen. Gut. Hier noch ein kleines Regal. Haben wir das hier. Ja, das ist ein ordentlicher kleiner Raum. Da ist ja nur so ein bisschen, wenn Korridor, wenn, dann würde er hier eher sitzen und vielleicht was. Guck mal, hier kann man dann eher noch so einen kleinen Tisch hinmachen. Und ein Snackautomat. Ja, hier muss so ein Snackautomat rein. Stimmt. Guck mal, da kann der Hausmeister sich schön was zum Futtern holen. Ah, hier kommt dann auch nochmal eine kleine Bank hin. Hierhin. Kann man sich hinsetzen. Wasserspender ist hier auch noch in der Ecke. Kleiner Tisch. Bams. Zwei Stühle. So, und hier kann dann der Hausmeister auch ein bisschen zur Ruhe kommen. So passt das doch schon eher. Skjord, dankeschön. Rettest mir mal wieder hier den Tag, ne? Skjord, der alte Held. Oh, da kann man sich auch einen Kaffee machen. Und zu guter Letzt kommt hier noch ein kleiner Heizkörper hin. Fehlt immer noch was. Dann machen wir noch
weil alle brauchen immer dauernd ständig Informationen. Jetzt aber. So, 100%, 100%, 100%, 100%. Jetzt kommt die größte Aufgabe. Glasgow, du bist mein Helfer. Jetzt sei doch mal ein bisschen, jetzt lob dich doch mal ein bisschen mehr selbst. Dank Menschen wie dir, Skjör, und anderen wunderbaren Menschen, kann ich den Kram hier überhaupt machen. Sonst wäre ich jetzt nicht hier. Würden die Leute hier das nicht angucken und mitverfolgen, dann wäre ich aber ganz schnell weg. Und bei meinen Überlebenskünsten wäre ich wahrscheinlich tot. Machen wir uns nichts vor, ich wäre tot. So, hier. Gut, Sauberkeit ist halt immer noch dieses Ding da oben. Ich weiß noch nicht, wie ich das lösen soll. Sowas wie Lob, damit kann ich nicht umgehen. Ja, kenne ich. Ich kann mit Lob auch nicht besonders gut umgehen. Aber ab und zu muss man eben das Lob annehmen. Ey, kriege ich da irgendwo eine höhere Leiter? Das ist doch ätzend, dass ich da nicht rankomme. An das blöde Ding. Das ist richtig ätzend. Das stört mich richtig. Okay, hier komme ich wahrscheinlich ran mit dem Ding. So. Den Schaden, den kann ich beheben. Mit meiner Powerkelle. Meiner Taiko Sport Powerkelle. So. So, hier oben geht es jetzt erstmal weiter. Jetzt müssen wir erstmal alle Kellen arbeiten. Alle Kellenarbeiten müssen erstmal erledigt werden. Hier noch rein. Schwupps. Aber guck mal, wie weit ich noch von den 100% hier entfernt bin. Und so wirklich wahnsinnig viel gibt es ja eigentlich jetzt auch nicht mehr zu tun. Außer der Hauptraum gibt halt unglaublich viele Prozente hier, die Sporthalle. Das wäre es dann halt, ne? Und das Foyer muss ich da noch machen. Nö, so renovieren, ey, brauchst nur so eine Kelle hier, dann geht es ganz schnell. Renovieren, pff, easy. Pillepalle. Kann jeder. Einfach die Kelle nehmen, 20 Sekunden gegen die Wand reiben und dann ist eigentlich quasi schon die Wand gestrichen und fertig. Das ist ganz easy. Ganz easy. Guck, so mache ich das. Einfach ein bisschen da oben an der Decke rumkratzen und schon ist der alte Dreck weggekratzt, neuer draufgespachtelt, musst du noch anmalen. Dauert aber auch nur 10 Sekunden. Und dann bist du fertig. Locono, Dankeschön für deinen Raid. Heute sind aber viele am Raiden. Wie kommt's? Dankeschön. Heute wird aber viel rumgeraidet. Dickes, fettes Dankeschön. Da steht da Smoke Crack. Immer schön viel Crack smoken, Kids. Dankeschön. Locono One. So, jetzt nochmal hier hin. Und weiter kacheln. Sie haben meine Coolness bemerkt.
Welche? Siehst du, ich bin wie Skewer, ich kann auch nicht damit umgehen. Cool sein, Gott. Klingt irgendwie nach Arbeit. Cool sein klingt irgendwie nach Arbeit. Was ist das denn hier? Das muss man auch machen. Guck mal hier, den kleinen Streifen an der Tür. Huh. Habe ich das sonst irgendwo hier? Nee, ne? Nur hier. Zu oft Shift gedrückt. So. Das ist die Eingangshalle. Hier kommst du rein in die Bude. Machen wir so. Dung, dung. Dung, dung. Dung, dung. Oben im Büro einen schönen Holzboden für Boris Becker. Renovieren war noch nie so leicht. So, Pinsel raus. Ja, nehme ich das hier. Ich bin noch nicht bei 70% für den Job hier. Das ist Wahnsinn. Der zieht sich richtig, ne? Aber woher kommt dieser Renovier-Hype? Warum sind auf einmal alle so ultra spitz auf Renovieren? Woher kommt der Hype? Auf einmal wollen irgendwie alle renovieren. Grün? Hm, weiß nicht. Nee, gefällt mir doch nicht. Wie sieht das hier aus? Das Problem ist, du kannst hier halt nicht irgendwie ein bisschen Spiel auf die Wand bringen, wie beim Hotelspiel, sondern du musst halt wirklich die ganze Wand dann in einer, also den ganzen Bereich musst du in einer Farbe haben. Was macht das Haus? Wie weit bist du? Im Moment, Stillstand fast. Naja, nicht ganz. Eingangstür kommt, eine neue in vielleicht, wenn alles gut läuft, so 3 Wochen irgendwie so die Richtung, 3 bis 4 Wochen. Dann im spätestens Juni, wenn alles gut läuft, reiße ich den kompletten Kamin raus und ein komplett neuer Kamin kommt rein. Dann der Gartenzaun, da muss ich aber das noch behördlich abklären, weil ein Zaun einfach mal irgendwie zu verändern ist heutzutage, das ist Wahnsinn, das kannst du nicht einfach so machen. Einfach mal so, oh, da ist noch eine Kachel. Ups, hat ja schon das Richtige in der Hand. So, 100%. Aber erstmal muss ich meine finanzielle Lage halt aufbessern, weil ich darf es auch nicht übertreiben. Ich darf es auch nicht übertreiben. So, wir machen noch hier einen Snackautomat. Kinder kommen rein in die Bude und sagen, ich will Snacks. Oh mein Gott, 3% hat er gegeben. Oh, da muss er richtig viel reinmachen. Kleiner Plastiktisch. Großer Plastiktisch. Ja, dann kannst du hier dich so an den Tisch auch noch setzen. Brauche ich aber Stühle jetzt. Nehmen wir so welche hier. Da kann man dann seine Snacks füttern, wenn man will. So. Eine Couch wäre geil. Eine Couch wäre richtig geil. Und natürlich auch die Kaffeemaschine. Nichts geht ohne Kaffee. Boah, da gibt es ja richtig geile Verkaufsautomaten noch. Eine Kamera. Was es hier noch alles gibt.
Getränkespender mache ich hier hin. 7% erst, was Möbel angeht, von dem Abstellraum hier. Da brauchst du ja richtig viel. Ein Haus in Deutschland, das ist schwer. Das Geld, ne, ist jetzt nicht easy dafür im Moment. Mit den Krediten und so, schwierig. Eine Ottomane, Klimaanlage mache ich noch eine rein. Boah, ich bin bei 8% Möbel. Was sollst du hier alles reinhauen? Das ist ja super viel, was du hier brauchst. Bubi, guten Mittag. Guten Mittag. Ach, das ist ja Abstellraum. Ich bin ja hier auf Korridor. Ja klar, kein Wunder, dass wir keine Prozente bekommen. Das ist ja ein Abstellraum. Ja klar, wir brauchen ja ein paar von denen und jetzt geht's hoch. Das ist ja Abstellraum hier wieder. So einen soliden Stromkasten auf Kinderhöhe. Perfekt. Hier noch ein paar Regale. Perfekt. Und dann halt die guten alten Kartonagen. Die müssen es wieder rausreißen. So. Kann man die auch stapeln? Nee, leider nicht. Yay! 75%. Kaum zu glauben, aber we did it. So, hier stehen ein paar Kartonagen rum und so weiter und so fort. Warum macht das hier immer so Stress? So. Wir haben 75%, 76% sogar. Jetzt noch ein paar von denen hier. Und ein paar von denen hier. So. Gut. Geschafft. Jetzt fehlt nur noch dieses Monster hier. Hier haben wir nur so Lackfarben. Ist halt grau, ne? Ist halt grau. Und hier so ein blaues haben wir schon beim letzten Mal gehabt. Ich will das hier irgendwie wissen, wie das aussieht. Gut, ich gönn's mir. Tennisgelb. Ja, warum nicht? Okay, wir müssen hier oben auch alles streichen. Dafür brauchen wir dann auf jeden Fall Tennisballgelb. Oh ne, hier muss was anderes hin. Vielleicht mache ich dann oben blau. Unten gelb. Oben blau.
Oder schwarz wie meine Seele. Tja, die ist schwarz. Die hat das schwärzeste Schwarz. Meine Seele ist pitch black. Wenn du meine Seele sehen könntest. So, jetzt machen wir oben. Ah, dadurch. Jetzt müssen wir das Ding mal verschieben. Das ist ätzend. Sogar noch höher? Ist das auch da oben irgendwie pinselbar, oder? Das Problem ist, ich muss dann immer das hier auswählen und verschieben. Und am besten so halten und dann so, dass wir mehrere treffen. So, Pinsel her. Hand her. Ding her. So, ich hoffe, das geht. Wir werden's sehen. Dann haben wir aber immer, und deswegen werden wir nie die 100% erreichen, immer noch diesen Banner da, wo ich keine Ahnung habe, wie ich das lösen soll. Da bräuchte ich ja lange Arme für. Ich meine, es gibt lange Arme, aber ist es wirklich der Sinn der Sache, dass man sich erst quasi ein Late-Game-Perk erspielt? Das wäre schon ein bisschen krass, oder? Aber es gibt auch einen gewaltigen Batzen, wenn man die 100% hat. Also vielleicht gibt es dann doch Sinn? Ich weiß es nicht. So. Abgepinselt. Abgepinselt. Wir sind jetzt bei 80. Jetzt gib mir doch das verdammte Ding, du! Du blöder Hund! So. Der neue Ikea-Tennisplatz. Ja, es ist ein bisschen schwedisch, der Platz. Der Platz ist ein bisschen schwedisch. Wir servieren auch Köttbula im Foyer. Boah, Köttbula hätte ich jetzt auch Bock drauf. Köttbula würde ich jetzt auch gerne essen. Boah, würde ich gern zum Ikea gehen. Nach dem Stream eine kleine Ikea-Session? Kleine Ikea-Session. Nehmen wir mal, ich brauche das hier und dann wieder das hier und dann Pinsel, Pinsel, Pinsel. So, speichert. Kann man den Boden hier irgendwie machen? Nö. Hier mache ich eine Standardfarbe. So. So. Ach, die Träger kann man auch anmalen. In Gold. Ja, nice. Oh mein Gott, das da oben kann. Aber da brauche ich doch irgendwie ein höheres Gerüst. Wie komme ich denn da ran?
Wie komme ich denn da oben ran? Also brauche ich doch das Perk lange Arm, um hier die 100% zu machen. Geht de facto gar nicht anders. Weil da komme ich ja jetzt im Moment gar nicht ran. Ja, das kannst du auch alles hier anpinseln. Aber es ist für mich im Moment quasi nicht möglich, weil dafür bräuchte ich zum Beispiel... Es gibt das hier, lange Hände. Dafür brauche ich aber 200 Skill Points. Dafür brauche ich einfach mal eiskalt 200 Skill Points. Dann kann ich das Ding quasi fertig machen. Ich meine, ich kann ja immer wieder zurück, aber das ist dann der Perk, der ultra, hyper, mega, super wichtig ist. Weil ohne den geht ja nichts. Ohne den geht ja nichts. Sportbereich. Okay, hier oben müssen dann Sportbereich-Sachen hin. Also das Spiel ist auch wieder total Eskalation. Weil selbst wenn ich das Ding hier... Also... Mach mal. Nee, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann es gleich mal probieren. Nee, ich komme da... Nee. Also nicht mal ansatzweise komme ich da hin. Sportanlage. Nee, da gibt's auch nichts, ne? Werkzeuge. Alles. Ah, doch, Gerüst. Es gibt höhere Gerüste. Gerüst 5. Okay. Dann brauche ich das hier. Damit wird's gehen. Glaube ich. Okay, aber das ist trotzdem ätzend. Da ist der Perk schon tausendmal besser. Damit komme ich... Aber wie komme ich jetzt das Gerüst hoch? What? Brauche ich ein kleines Gerüst? Ah, jetzt machen wir erstmal den Raum hier noch schnell fertig. So, das ist das Managerbüro hier oben. Level 8. Okay, ich habe wieder ein paar Skillpunkte. So, jetzt haben wir erstmal das hier fertig. Ja, das andere daneben stellen, das werde ich auch machen. Alright. Büro. So, Schreibtisch. So. Dann haben wir leider keinen dicken Stuhl. Muss ein kleiner herhalten. So. Dann natürlich brauche ich einen Monitor. So leicht schräg. Eine Tastatur. Eine Maus.
Mauspad wäre noch cool gewesen, aber gibt's anscheinend nicht. Telefon hier oben. Und natürlich auch einen PC. Gesponsert von mir. So. Und hier machen wir noch einen Stapel Ordner hin. Alright. Dann machen wir hier noch zwei von denen hin. Da kommt sein Drucker drauf. Alter, das ist ja ein Riesendrucker. Der Chef hat natürlich auch eine Klima. Ganz klar. Und er hat ja auch Durst. Wasserspender hier noch in die Ecke. Und dann ist das Ding auch schon fertig. So, der Raum ist durch. Der hier ist noch nicht durch. Jetzt holen wir erstmal das Gerüst hier runter. So, warte mal. Ich stelle dich mal einfach mal hier jetzt hin. Jetzt kann ich auf das hier rauf, auf das hier quasi rüber. Und jetzt kann der Mann hier pinseln. Babams. Aber das ist dann auch ein Mordsgefummel. Das ist dann aber auch wirklich ein Mordsgefummel. Die Frage ist halt... Warte mal. Ich kann das Ding ja auch verkaufen, ne? Es gibt doch ein besseres bestimmt. Werkzeuge. Alles. Gerüst 1, Gerüst 2, Gerüst 4. Das hier ist besser. Das hier ist doch schon mal besser. So. Und jetzt gehen wir ran ans Pinseln. Wir gehen ran für den maximalen Erfolg. Wir wollen ihn. Den ultimativen Maximalerfolg. Ich will das Ding auf 100%. Ich habe so viel Schweiß, Blut und Tränen in diese Sporthalle gesteckt. Wenn einer die 100% verdient hat, dann ja wohl ich. Für YouTube. Für YouTube. Und ihr seid live dabei. Wie dieser Mann sich hier 100% holt. Da komme ich noch ran, da schon wieder nicht mehr. Aber wir machen Fortschritte. Jetzt kann ich auch das hier wegräumen. Bam! Sauberkeit 100%. Look at this, YouTube. Look at this. Und ihr habt nicht an mich geglaubt. Ihr habt nicht an mich geglaubt. Ihr habt gesagt, ey, ich glaube nicht daran, dass du irgendwann eine IKEA-Sporthalle haben wirst, Kies. Du bist nicht der Typ für eine IKEA-Sporthalle. Look at this, YouTube. Ihr alle so, ich glaube nicht an dich. Meine Mutter hat mich angerufen. Sohn, ich glaube nicht an dich. Du bist kacke. Und jetzt, sieh nur, Mutter.
Sieh nur, meine Sporthalle. Na, neidisch? Bist du schon von Neid und Hass zerfressen, Mutter? Gut so. Ich will, dass du neidisch bist. Ich will, dass du dich selbst hasst, weil du nicht an mich geglaubt hast. Yes. Psst, hey. 100 Bits. Ich habe immer an dich geglaubt, Kies, auch als ich nicht an dich geglaubt habe. Na, das sind jetzt die Ausreden. Alle haben gelacht, als ich gesagt habe, ich werde irgendwann meinen eigenen von IKEA gesponserten Tennishallenplatz haben. Alle haben gelacht. Aber jetzt, der Traum wird wahr. Guck dir blöd. Komme ich nicht mehr ran. So. Du lässt dir wirklich ein Emote von mir tätowieren? Schon ziemlich verrückt, ne? Also nur damit du Bescheid weißt, ich hafte hier auch für nichts. Für irgendwelche Schäden oder soziale Ausgrenzung bin ich nicht zuständig. Wenn du danach sozial irgendwie geächtet wirst oder so, kann ich leider, ne? Ist das eben nun mal so. Okay, hier geht das Ding nicht drauf, oder was? Ha. Huh. Interesting. Ist zu groß, muss ich nochmal verkaufen. Muss ich das Ding nochmal wirklich verkaufen? Gut, dann verkaufe ich dich halt. Babams. Und hol mir nochmal einen kleinen. Jetzt passiert. So. Pinsel? Pinsel. Wow. Alter, das war ein Wahnsinnssprung. Meine Karriere als Basketballspieler ist gesichert. So, komme ich da noch hin? Ohne jetzt... Ja. Dass man da aber auch immer die Hände für braucht, ne? Boah, das könnte tricky werden, daran zu kommen. Das könnte jetzt... Verdammt! Ich kann kein Gerüst hier hinstellen. Warum machst du es mir so schwer, Spiel? Was habe ich dir getan? Ich brauche unbedingt dieses lange Arme-Perk. Das Gute ist, hier machst du Progress. Also mit jedem Jump komme ich ein bisschen dem Ding näher. Kai, Katzenzerquetscher. Dankeschön. Oh, noch einmal pinseln, dann habe ich's. Oh, hier ist noch eine Wand, die fehlt. Na egal, jetzt machen wir erstmal das da oben.
Ja. Neunundneunzig. Ja, aber der hier wird schwierig. Wie kriege ich den? Ob ich da rankomme? Oh, pf. Oh, pf. Hype Train in den Startlöchern, aber nur noch 10 Sekunden. Das wird nix. Okay, kann ich hier nochmal ein großes. Jetzt brauche ich echt nochmal ein großes. Yo. Jetzt habe ich es aber, ey. Blut und Wasser geschwitzt für den Kram hier. Blut und Wasser geschwitzt und gespritzt. Ja, 100%. Jetzt brauche ich hier nur noch Möbel, dann habe ich es geschafft. Leck mich am Ärmel. Leck mich am Ärmel, war das übel. Sportbereich. Bams. Ich hol mal das hier. Weißt du was? Hier oben ist noch so eine Laufband-Area. Glaube, das kommt irgendwie cool. Warum dreht der das Ding immer wieder? Kann man hier schön auf dem Laufband ein bisschen hasseln? Dann kommen hier noch irgendwie Sachen hin. So. Fitnessball hier oben noch rein. Paar Yogamatten liegen hier noch so in der Ecke. So. Ja, hier ist dann nochmal so eine kleine Fitness-Ecke. Und unten machen wir natürlich, damit die Leute auch was zu sitzen haben, um das Spiel zu begaffen. Kommen hier auf die Seite schon mal ein paar von denen hier hin. Yes, 100% nice. Das war aber auch ein. Das war ein Hustle. Das war aber auch echt ein Hustle, du. Ich hab gesweatet für das Ding hier. Und das ist sie. Gesponsert bei IKEA. Boris Becker, einer, der straftätig wurde, muss hier arbeiten, um junge kriminelle Herren zu rehabilitieren im Sinne von Sportprogramm. So sieht's aus, Friends. So, gehen wir mal rein auf Sportanlage. Hier fehlt was. Darf ich noch mal ganz kurz reingucken? Da will ich auch die 100% holen. Aber wo fehlt denn hier was? Ach hier müssen noch mehr Möbel rein. Hä, Sportbereich? Ach, Moment.
Ah, weil ich das. Umkleide. Umkleide. Jetzt ist wieder 100%. Ich dachte schon. Wenn du das umbenennst, dann hat der Raum eine andere Funktion. Okay, das ist auch cool. Das ist cool. Das ist cool. Nicht schlecht. So. Boah, jetzt schauen wir mal hier noch rein. Die Basketballhalle. Ein Monsterjob. Wahrscheinlich. Ach du. Boah, es muss erstmal laden, das Ding. Bumm. Ach du heilige Kacke. Ach du heiliger Zementhaufen. Finde das Basketballnetz ja toll. Die Bloods und die Crips können doch gar nicht Basketball spielen, wenn ich nicht das Basketballnetz finde. Was kann man hier eigentlich verkaufen? Gar nichts, ne? Also der Plunder hier ist Müll. Kannst du nichts irgendwie nochmal verwenden und verkaufen? Uff, das ist Hassel. Das ist echter Hassel hier. Aber da brauche ich dann auch so Tribünen. Weil sonst ist es ja Kacke. Sieht das ja doof aus. Kann man die kaufen? Jetzt habe ich gar keine Musik mehr, nicht mal mehr im Kaufmenü. Ich will eine Tribüne kaufen. Geht das? Oh, sag nicht, das ist nicht drin. Nö, ist nicht drin. Es sind nur hier so Bänke. Das finde ich sehr enttäuschend. Das finde ich sehr, sehr enttäuschend. Oh, guck mal, was ich hier gefunden habe. Wie geht jetzt nicht? Why? Das ist doch das, was ich brauche, oder nicht? Okay. Geht noch nicht. Because I don't know. So, hauen wir erstmal alles kaputt, was kaputt gehauen werden muss. Voll still hier. Was habe ich nicht mal hier? Ah, jetzt habe ich wieder Musik. Ey, wie gesagt, das Spiel ist ja noch nicht offiziell draußen. Vielleicht kommt da auch noch irgendwas. Ich finde es auch ein bisschen doof, dass da keine Musik drin ist. Irgendwie ein bisschen doof. So, rein damit. Vielleicht brauche ich doch langsam mal so einen Power-Superhammer. Boah, ich habe erst 1%. Alter, danke schön für die fette Fünferbombe. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Cryptolution 21. Dankeschön. Großes, großes Dankeschön. Was habe ich denn hier? Ein Pokal. Als ob der nichts wert ist. Ich habe ihn eingesammelt. Ah, das ist Netz. Nice. Jetzt muss ich noch den Korb finden. Den hatten wir aber schon. Aber hey, so große Müllsäcke sind ganz nice, dass wir das Upgrade dafür geholt haben. Also das finde ich auch cool, dass man hier so Sachen upgraden kann. Das hat auf jeden Fall was. Irgendwann bist du halt hier richtig flott unterwegs. So. Hier schon mal den ersten Raum. Boah, hier muss ich ja noch so viel zerlegen. Das ist richtig Hassel. Befestige das Netz am Korb. Brauche ich dafür nicht das hier? Ja. Und jetzt?
What? Ich muss hier den Trophäenschrank noch irgendwie... Ach, hier kommen die ganzen Trophäen hin. Cool. Jetzt brauche ich erstmal die Rückwand. An dem Ding, an dem Gestell fehlt ja auch noch die Rückwand. Oh, hier ist auch so viel Schrott. Ich bin am Überlegen mit einem besseren... 60 Punkte. Erfahrungsbonus wäre halt auch geil. 40% mehr Erfahrung. Ich glaube, erstmal alles voll auf Erfahrung setzen. Hast halt schon einen dicken Vorteil, ne, wenn du voll auf Erfahrung gehst. So. Bam. Boah, ist das viel Schrott. Auch die guten Basketballbälle, schönes Echtleder. Müll. Einfach Müll, Freunde. Auch schon wieder voll. Und bam! Nicht mit mir, Bruder. Nicht mit mir. Also die Upgrades lohnen sich auf jeden Fall. Wo sehe ich denn meinen Levelfortschritt? Kann man das irgendwo sehen? Wann ich wieder ein Level-Up krieg? Habe ich irgendwie ein Profil drin? Ja, hier sieht man es. Boah, 66% habe ich erst. Das dauert ja ewig. Das Leveln dauert ja schon ganz schön lange. Das Leveln dauert ja schon ganz schön lange. Alter, ich muss den ganzen Boden neu auf... Oi. Das wird Arbeit, Freunde. Moin Chat, unterbezahlter Vater und Streamer. Woher kennst du meinen Lebenslauf? Das ist eigentlich die Bezeichnung, die ich habe. Unterbezahlter Vater und Streamer, ja. Erstmal schön daneben geworfen. Woher weißt du sowas alles? So. Und rein in die Tonne. Rein in die Tonne. Rein in die Tonne. Boots. Steht in meinem Namen. Kistro bedeutet übersetzt unterbezahlter Vater, der sich halbtot streamt. Das ist die Übersetzung für Kistro. Falls die Leute immer wissen wollen, was bedeutet das, jetzt wisst ihr es. Boah, 1000. Nicht schlecht. Moin, Einhorn-Diver. Besserer Hammer. Eigentlich müsste ich erstmal alles nur auf Erfahrung setzen, oder? Das ist eigentlich erstmal die heilige Mission. Babams, 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 babams. Aber so Spiele machen auch irgendwie süchtig. Ne? Man dattelt so vor sich hin und die Zeit vergeht bei so Spielen wie im Flug. Na also, Level Up. Geht doch. Oder bei so Spielen, man dudelt so vor sich hin, quatscht ein bisschen und auf einmal ist der Tag schon wieder rum. Auf einmal hat man schon wieder stundenlang nur gedaddelt. So. Okay, wie viele Erfahrungspunkte habe ich jetzt bekommen?
bin schon wieder 11% beim nächsten Level. Ich habe jetzt 30 und fürs nächste bräuchte ich 100. Da bekomme ich 60% mehr Erfahrung. Okay. Müllsack schon wieder voll. Oink. Rein das Ding. Das wäre auch ganz klug, mein Spritzwerkzeug zu verbessern. Guck, was haben wir denn hier? Das Ding suchen wir doch. Das Ding suchen wir doch. Bitteschön. Düdim. Düdim. Und fixiere die Feldlinie. Ah, das ist das hier. Aber kann ich den Boden hier wirklich renovieren? Ach, leck mich. Echt? Das geht? Was nehme ich denn hier? Sowas? Jo, das geht ja wirklich. Ich kann den ganzen Basketballplatz hier renovieren. Ja, krass. Ja, nice. Ja, nice. Ja, jetzt muss ich hier die Feldlinien wieder ausbessern. Die abgeschrubbten. Das ganze Kinderblut vom Basketballplatz aufwischen. Ein heller Boden, der sieht irgendwann eh aus wie Sau. Ihr wisst ja, wie es ist. Kommt irgendein Arsch mit seinen schwarzen Schuhen. Schwarze Sohlen. Dann sieht es eh aus eigentlich wieder wie Kacke. Das hält nicht lange. So, wir haben schon 12% von der Mission hier. Einkaufen. Ich weiß nicht mal, wie das geht. Das ist nur was für reiche Schweizer einkaufen. So, hier nochmal die Linie ziehen. Alright. Ich würde sagen, den Platz machen wir jetzt hier noch schnell fertig. So. Perfekt. Perfekt. Ebenso perfekt. Neue Quest. Ah ne, Quest beendet. Finde die fehlenden Trophäen. Aber das will er auch alles abhaben. Wow, Gott, guckt euch das an. Guckt euch an, wie viel Arbeit das ist. Guckt euch an, wie viel Arbeit das ist. An dem Job sitzt du echt lange. Also bis ich da die 100% habe. Und dann noch die ganzen Nebenräume. Und dann haben wir noch einen großen Eingangshalle, wo der Trophäenschrank ist. Und das ist echt ein Wahnsinnsjob hier. Bams.
Spiel hat gespeichert. Was? Was ist nicht ganz ausgebaut? Auch hier ist noch einer. What? Okay, da war, hat irgendwie noch was gefehlt. Da hat er den Hammerschwung nicht stark genug gemacht. Yato, was geht? So. Spam, Spam, Spam. Sack ist schon wieder voll. Woher kommen diese ganzen Vögel, ne? Permanent sind irgendwelche Vögel im Hintergrund. Das muss man zerlegen. Das kann man auch einsammeln. Dann habe ich auch mehrere Toilettenbereiche, die ich renovieren muss. Das ist ein Mammutprojekt. Es ist ein Mammutprojekt. Da noch super viel zum Spritzen. Bin gerade am Überlegen, ob ich den Spritzer verbessere. Ach ja, mir geht's ganz gut. Psst. Oh, danke schön für 300 Bits. Bin echt am Überlegen, der Spritzer verbessern. Kann ich mir vorstellen, das ist ganz lukrativ. Das Spiel hat halt alles, ne? Powerwash, renovieren, zerstören, irgendwelche kleinen Missionen. Hier ist noch was. Fertig, der Raum ist schon mal clean. Der Raum ist clean, der Raum noch nicht. Da habe ich auch noch super viel zu tun. Ich hätte gerne Bartspiegel. Es kann doch nicht sein, dass es keine Bartspiegel gibt. Das kann doch einfach nicht sein, oder? Dass es keine Bartspiegel gibt. Alright. Wann bin ich Level up? Bald. Bald bin ich Level up. Was das? Machen wir mal hier oben. Das kannst du auch runterroppen. Schwebendes Handtuch, klar, muss weg. Alright. So. Let's go! Okay, das machen wir jetzt noch weg. Und dann beenden wir erstmal die Folge hier. Auch wenn ich irgendwie weiterspielen will. Eigentlich würde ich es gerne weiterspielen. Aber hier machen wir erstmal einen harten Finish. Obwohl es echt Bock macht, irgendwie das Spiel. Bams. Toilette 100%.
So, noch wie schmierig. Irgendwie will man weiterspielen, aber ich muss mich lösen. Ich muss mich lösen. Von diesem erschreckend süchtig machenden Spiel. Das macht so verdammt süchtig. The Last of Us PC-Version. Ey, hätte ich nochmal Bock drauf, das durchzuspielen. Aber nochmal The Last of Us, nur diesmal auf PC. Wie oft habe ich das Spiel schon durchgespielt? Ich weiß nicht, ob die Leute dafür nochmal Energie haben. Nochmal The Last of Us. PS4-Version durchgespielt. PlayStation 5-Version im Remake durchgespielt. Und nochmal die PC-Version. So, 100%. Ja, The Last of Us 2 reicht mir auch einmal. Habe ich keinen Bock drauf, das nochmal zu spielen. Und da reicht mir einmal, Freunde. Yes, noch Level 10 geworden. Immobilien kaufen und verkaufen. Glückwunsch! Ihre Bemühungen wurden bemerkt. Sie haben gerade Zugang zum Immobilienmarkt erhalten. Sie können jetzt verlassene Arena kaufen, nach Belieben anpassen und mit dem Gewinn verkaufen. Außerdem erhalten Sie blablabla für den Start Ihrer neuen Karriere. Alter, wie krass ist das? Man kann auch Grundstücke kaufen. What? Mini, Medium. Ja, cool. Das ist ja krass. Was da nicht alles geht in dem Spiel. Was da nicht alles geht, ne? Schon geil. So, aber jetzt. Jetzt höre ich auf. Jetzt höre ich auf. Doch, Hype Train ist auch nicht gekommen. Das ist ein Zeichen zu gehen. Der Zug läutet das Ende ein, wie man so schön sagt. Wir haben 22% von diesem Mammutgebäude. Mörder rückwärts, cool. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. 95? Ach, hier ist noch Glas. 100. So, viel gearbeitet, viel geschafft, fleißig gewesen. Noch eine Stunde. Dann bringt mich meine Freundin um. Das kann ich leider nicht verantworten. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.